Seit vielen Jahren ist die barocke Schlossanlage in Ludwigsburg Schauplatz von Retro-Classics mit Barock. Eine gelungene Kombination zwischen Oldtimern und historischem Ambiente. Im Innenhof des Residenzschlosses wurden auch in diesem Jahr die vielfältigsten automobilen Klassiker präsentiert. Tausende von Besuchern waren auch bei der 13. Ausgabe angetan von diesem besonders historischen Parkplatz und flanierten während der Veranstaltungstage zwischen den edlen Karossen. Die Jury hatte eine komplexe Aufgabe zu erledigen an diesem Wochenende, denn gerade die Sonderklasse der Hispano-Suiza Oldtimer wartete mit Kostbarkeiten auf. Den Siegerpokal mit der Auszeichnung Best of Show durfte der Franzose Georges Kolb entgegennehmen. Sein Hispano-Suiza H6 aus dem Jahr 1920 steht für Luxus und Abenteuer. Die Lebensgeschichte des Automobils ist beeindruckend. Gebaut wurde der Hispano-Suiza von Karossier Henri Labourette für die Erbin Susanne Deutsch de la Meurthe. Das rund 4 Meter lange Gefährt chauffierte zunächst die äußerst wohlhabenden Besitzer, wurde dann Expeditionsfahrzeug in Südafrika und strandete schließlich in Kenia als Fahrzeug für die Feldarbeit. Kaum mehr erkennbar, wurde er später in England 5 Jahre lang wieder zu neuem Leben erweckt. Der Vorsprung für den Hispano-Suiza H6 war denkbar knapp. Klangvolle Namen der Luxusautomobilproduktion lagen dicht auf, wie Bentley, Lagonda oder Mercedes-Benz. Oldtimer sind aber auch Zeitzeugen aus weniger glamourösen Tagen, in denen auch die Automobile klein und eher zweckdienlich waren. Die BMW Isetta zählt dazu, ebenso wie die Urform des kompakten Mercedes 170h aus dem Jahr 1936. Wer aufmerksam durch die Reihen der geparkten Oldtimer ging, konnte auch Fahrzeuge entdecken, die den massenhaft produzierten Namensvettern so gar nicht gleichen. Ein besonders schönes Exemplar war der Opel Kadett A. Er besitzt eine Sonderkarosserie von Italo-Suisse Genève, die von Pietro Frua gestaltet wurde. Ebenso ein Leckerbissen für Kenner, der Fiat 850 SS von 1967 mit einer Karosserie von Moretti. Und ein Glas GT 1300. Zu Retro Classics meets Barock zählt auch seit Jahren eine Tradition. Das Picknick au Château. In diesem Jahr fuhren die Teilnehmer zum Weingut Graf Adelmann Burg Schaubeck. Das private Heim des Adelsherrn bot einen wunderbaren Rahmen für das Picknick und die Teilnehmer inszenierten sich in guter alter Manier vor ihren Fahrzeugen.